Herzlich willkommen zu den KI-Lectures Lernen, Bildung und künstliche Intelligenz auf dem KI-Campus. Ich bin Claudia De Witt und werde die heutige Lecture moderieren. Zu Beginn gebe ich Ihnen kurz ein paar Informationen zu den Einstellungen hier in Zoom. Also im Moment können Sie Ihre Videos und Audio selbst aktivieren und deaktivieren. Zu Beginn des Vortrags werden aber alle dann stumm geschaltet und der Vortrag wird aufgezeichnet. Nach der letzten Session stehen dann alle Lectures auf dem KI-Campus zur Verfügung. Der Chat, der wird nicht aufgezeichnet. Die KI-Lectures in diesem Sommersemester sind eine Kooperation des EAEDO Research Labs vom Forschungsschwerpunkt D2L2 an der Fernuniversität in Hagen, geleitet von Professor Nils Pinkwart und von mir und dem Tech4Comp-Projekt federführend hier Professor Heinz-Werner Wollersheim und Professor Thomas Kühler. Ja, und das ist tatsächlich eine Premiere. Auf dem KI-Campus werden zum ersten Mal Live-Sessions in den nächsten 8 Wochen zu Lernen, Bildung und KI stattfinden. Insgesamt sind es 7 einstündige Lectures. Wir, die Veranstalter dieser KI-Lectures, gehen davon aus, dass sich in den gegenwärtigen Diskursen zu KI in bildungswissenschaftlichen Kontexten Parallelen zu früheren Entwicklungen zeigen, die etwa mit intelligenten tutoriellen Systemen oder mit der Implementierung von VR-, AR-Systemen in Bildungskontexten nach dem Vorbild der 1990er Jahre assoziiert werden. Und dass auch mit dem Anknüpfen an diese Entwicklungen auch die damit verbundenen Hoffnungen und Probleme wiederkehren, aber eben auch neue weiterführende Lösungen gefunden werden. Alle Lectures stellen aktuelle Ansätze von KI in der Hochschulbildung vor. Sie fußen dabei entweder auf bildungswissenschaftlichen oder auf ethischen Grundlagen. Diese Lectures verstehen wir als einen Beitrag, eine Lücke von Fragestellungen zu KI, die doch noch immer stark informatisch und psychologisch geprägt sind, mit bildungswissenschaftlichen, mediendidaktischen und ethischen Ansätzen weiter zu schließen, die in aktuellen Forschungs- und Entwicklungsprojekten adressiert werden. Eine zentrale Fragestellung beispielsweise ist, was verändert sich für uns, wenn Algorithmen für uns entscheiden? Welche Konsequenzen hat der Einfluss von KI auf unsere Bildung und unser Lernen? Und wollen wir mit diesen Konsequenzen leben? Oder welche Vorstellungen haben wir von der Zukunft von Bildung und des Lernens, die wir ja jetzt eben noch mitgestalten können? Eine andere Fragestellung, die sich daran anschließt, ist die nach der Individualisierung des Lernens, also die Frage danach, wie künstliche Intelligenz individuelles Lernen unterstützen kann. Daran setzt der Vortrag von Professor Wollersheim an. Sein Vortrag wird circa 45 bis 50 Minuten dauern. Danach haben Sie Gelegenheit, Fragen an ihn zu stellen, beziehungsweise werden wir Ihre Fragen, die Sie im Chat geschrieben haben, aufgreifen. Und dies wird Norbert Pingel übernehmen. Kommen wir nun zur Lecture von Professor Wollersheim. Professor Dr. Heinz Wollersheim ist Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität Leipzig. Er hat Physik, Mathematik und Erziehungswissenschaft an der Universität Bonn studiert, dort promoviert und habilitiert und ist dann an die Universität Leipzig berufen worden. Seine Schwerpunkte von Forschung und Lehre liegen in der Digitalisierung von Hochschulbildung, E-Learning, E-Assessment, Hochschuldidaktik und Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung. Er hat den universitären Masterstudiengang Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung, Studies in Abilities and Development of Competencies entwickelt und leitet ihn seit 12 Jahren. Seine aktuellen Forschungsarbeiten verbinden Begabungsforschung, Begabtenförderung und Digitalisierung. Er war bis 2020 stellvertretender Sprecher des Arbeitskreises E-Learning der Sächsischen Landesrektorenkonferenz und Mitglied in diversen Beiträgen zur digitalen Hochschulbildung.
Seit 2018 ist er Koordinator des Forschungsverbunds Personalisierte Kompetenzentwicklung durch skalierbares Mentoring, Tech4Comp, der sich mit dem Einsatz von KI in Lernunterstützungssystemen beschäftigt. Es ist eines der größten Projekte zu KI in der Bildung, das auch jetzt eine große Rolle spielt. Herr Wollersheim, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, Frau Kollegin de Witt, für diese überaus freundliche Anmoderation und den Worten zu meiner Person. Ich möchte gerne zu Ihnen sprechen über das Thema digitales Mentoring und Kompetenzentwicklung am Beispiel von Tech4Comp. Und dazu habe ich drei Punkte in meiner Gliederung. Erstens würde ich Ihnen gerne unseren Projektverbund Tech4Comp vorstellen mit den beteiligten Partnern. Und dann brauche ich drei Vorbemerkungen, um unsere Forschungsfragen und unsere Thematik gut einzurahmen. Die erste Vorbemerkung gilt dem Verhältnis von Bildung und künstlicher Intelligenz mit dem Ziel, worauf sollten wir uns eigentlich einstellen? Was gibt die Richtung vor, der wir uns mit diesem Projektverbund auch verpflichtet fühlen? Die zweite Vorbemerkung gilt dem Thema Kompetenzerwerb. Nach einigen Jahren Projektarbeit sind wir mehr und mehr dazu übergegangen, von Kompetenzerwerb zu sprechen, statt von Kompetenzentwicklung, einfach um die aktive Seite dieses Prozesses zu betonen. Und ich würde Ihnen gerne zeigen, welches Framework wir da im Kopf haben, was wir dann technisch unterstützen möchten. Und die dritte Vorbemerkung gilt unserem Verständnis von Mentoring und damit auch der Idee, was von diesem Original-Mentoring wir eigentlich mit EdTech-Unterstützung abbilden können und wo wir auch Abstriche machen. Und nach diesen drei Vorbemerkungen würde ich Ihnen gerne technologisch und exemplarisch über die Chatbot-Angebote berichten, die wir in Leipzig mit unseren Partnern konzipieren und entwickeln und testen. Und das sind die drei Hauptpunkte in meiner Lecture. Im Folgenden werde ich Sie zunächst mit der Leitfrage des Verbundes vertraut machen, die folgendermaßen aussieht. Zunächst mal zu meinem ersten Punkt, der Projektverbund Tech4Comp. Unser Projektziel, der vollständige Titel, personalisierte Kompetenzentwicklung durch skalierbare Mentoring-Prozesse. Wir sind ein Projektverbund mit insgesamt 8 beteiligten Hochschulen und Forschungsinstituten, nämlich die RWTH Aachen, in Berlin das DFKI und die Freie Universität, die TU Sachsen, die TU Dresden, die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und die HTWK in Leipzig und wir selbst als koordinierende Hochschule. Und die leitende Frage, die wir haben, heißt, wie müssen eigentlich Gestaltungskonzepte aussehen, die die erwiesene Qualität von Mentoring für den Erwerb von Kompetenzen sichtbar machen, skalierbar machen. Also Trigger ist der didaktische Ansatz, nicht das technisch Machbare, sondern die erwiesene Qualität von Mentoring für den Erwerb von Kompetenzen. Und daraus resultieren dann die Frage, wie können wir EdTech im Allgemeinen und KI im Speziellen einsetzen, um wesentliche Teile von Mentoring skalierbar zu machen. Mentoring ist prima, aber der große Nachteil beim Mentoring ist, dass es einfach nicht auf große Skalen, auf große Zahlen skaliert. Und in der Mitte steht organisational, also die weitere wichtige Frage ist, was muss man organisatorisch unternehmen, an Hochschulen beispielsweise, dass das auch erfolgreich werden kann. Und die Technologie mit all ihren Möglichkeiten steht im Dienste der Didaktik. Sie gibt Anregungen und ist hochwillkommen mit all dem, was sie kann, aber sie bestimmt nicht allein den Kurs. Zentrale Fragestellungen im Projekt sind erstens, wie funktioniert Kompetenzentwicklung? Zweitens, wie können wir Kompetenzentwicklung durch Mentoring unterstützen? Und drittens, wie können wir Mentoring skalierbar machen?
Im Hinblick auf die Skalierbarkeit muss ich gleich eine Einschränkung vornehmen, denn hier ist wichtig, dass wir natürlich nur einzelne Aspekte von Mentoring im Hinblick auf die Skalierbarkeit bearbeiten, nicht Mentoring als Ganzes. Warum? Mentoring ist eine persönliche Beziehung, die face-to-face hervorragend funktioniert. Und das, was wir erreichen wollen, ist zumindest so eine Art kognitiver Projektion dieser Prozesse, aber auch eine Unterstützung des Aufbaus von Metawissen, also Wissen um effektives Arbeiten, das ist der Klassiker, aber was ich auch sehr wichtig finde, um emotionale Regulation, was kann ich da machen, oder um Reflexionstechniken des Prozesses. So, und damit komme ich auch schon zu meinen Vorbemerkungen, also zum zweiten Teil der Lecture. Ich denke, wir brauchen tatsächlich ein bisschen bildungstheoretische Überlegungen am Anfang, also ein paar Überlegungen zum Bildungsbegriff. Und ich habe hier rausgegriffen die Rolle der Selbstgestaltung, das Ideal der Ganzheitlichkeit und die Grenzen der Herstellbarkeit. Was ist damit gemeint? Das, was wir in Tech4Comp versuchen, hat einen spezifisch anderen Bildungsbegriff als der, der im Moment in der empirischen Bildungsforschung verfolgt wird. Für die empirische Bildungsforschung ist der Forschungsgegenstand die Gesamtheit der in einer Gesellschaft ablaufenden Bildungsprozesse. Da geht es also ganz viel um formale Bildung in Institutionen. Es geht aber auch um nonformale Bildung oder um informelle Bildung. Und erforscht wird, was konkret abläuft. Und das liegt aber immer auf der Ebene der Lehr-Lern-Settings. Und es geht nie so weit, dass man fragt, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die einzelne junge Frau oder für den einzelnen Jungen? Und deswegen gestatten Sie mir ein paar Bemerkungen zu dem, wie wir dieses Bildungsprojekt verstehen und was für uns Bildung bedeutet. Bildung gründet selbstverständlich auf individuell erworbenem Wissen, worin auch sonst. Aber sie erschöpft sich nicht in der Summe dieses Wissens, sondern sie verknüpft dieses Wissen mit einer handlungsleitenden Struktur im lernenden Individuum. Und dabei entsteht nun eine neue Qualität, eine neue Orientierungsqualität von Wissen. Bildung umfasst jenes in Sinnzusammenhängen geordnete Wissen, das dem Einzelnen hilft, die Welt, sich selbst und sein Verhältnis zur Welt zu verstehen, zu ordnen und darüber mit anderen zu kommunizieren, einschließlich der Bereitschaft, die Gültigkeit dieses Weltwissens und seiner Systematik immer wieder kritisch zu prüfen. Dieses spezielle Wissen hat zwei Spezifika und das bezieht sich erstens auf die Entwicklung und Vollendung der Person. Das ist ein wichtiges Ziel von Bildungsprozessen, also der Aspekt der Selbstgestaltung. Und zweitens wirkt das, was da in Bildung passiert, erkenntnispräformierend und sinngenerierend. Klingt fürchterlich kompliziert, aber Bildung hat ganz viel damit zu tun, unser Weltwissen auszudifferenzieren und in semantische Netze, in den kognitiven Repräsentationen zu bringen. Und je genauer unsere Begriffe sind und je feiner unsere Netze sind, desto feinsinniger können wir die Welt wahrnehmen. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen dieser Gradation unserer Begrifflichkeit und der Genauigkeit unserer Weltwahrnehmung. Max Scheler hat schon 1922 geschrieben, dem Gebildeten ordnet sich schon im Werden der Erfahrung irgendwelcher Art das, was erfahren wird, in eine Gestalt, Form und rangmäßig sinnvoll gegliederte Weltganzheit ein. Kann man weniger lyrisch formulieren, habe ich gar keine Schwierigkeit mit, aber der Kern des Gemeinden, der ist mir wichtig. Also durch Bildung entsteht ein qualitatives Mehr gegenüber der Summe der gewussten Einzelfakten.
das sich sowohl auf die Angemessenheit des Weltverstehens als auch auf die nachhaltige Integration dieses Wissens in das individuelle Handlungssteuerungssystem bezieht. Und zwar sowohl in kognitiver Hinsicht als auch in ästhetischer oder in moralischer Hinsicht. Bildung zielt auf eine Ganzheitlichkeit. Und bildungstheoretisch muss man deshalb betonen, dass eine so verstandene Bildung den Prozess einer wissensbasierten Selbstgestaltung beschreibt, der von außen bestenfalls ermöglicht, aber nicht im herstellenden Sinn kausal bewirkt werden kann. Und da steht Technologiedefizit, der Begriff von Niklas Luhmann. Aber das ist gar kein Defizit, das Luhmann da beschreibt, sondern das ist konstitutiv für diesen Bildungsprozess, dass wir das nicht von außen bewirken können. Menschen können Lernangebote nutzen, um den eigenen Bildungsprozess voranzutreiben, aber man kann diese Bildung nicht von außen machen. Das gilt im Übrigen auch für Schulen, die wir sehr euphemistisch als allgemeinbildend bezeichnen, die wir aber präziser doch als Allgemeinbildung ermöglichende Schulen benennen sollten, aber das nur als so Teaser am Rande. Also jedes Lernen kann den Bildungsprozess forcieren, muss aber nicht. Lernen kann äußerlich bleiben und viele unserer Lernprozesse bleiben äußerlich. Und die kann ich dann sehr gut in der empirischen Bildungsforschung beschreiben, erforschen und kartografieren. Die Schwierigkeit bei der pädagogischen Bedeutung des Begriffs Bildung ist einfach, diese Komplexität und diese nach innen gewandte Zielrichtung. Aber nochmal, Bildung bedarf einer soliden und gesicherten Wissensbasis, da können wir angreifen, aber erschöpft sich nicht darin. Es geht bei Bildung stets um ein Wissen von besonderer Nachhaltigkeit und Relevanz, das den urteils- und handlungssteuernden Kern des Individuums betrifft, ausmacht und formt. Und diese Bildung, das ist eine aktive Leistung des Individuums, die auf der Nutzung von Lernangeboten basiert, aber reflexiv und selbstgestaltend darüber hinausgeht. Solche Bildung kann gelingen oder hinter ihren Zielen zurückbleiben. Sie kann von außen unterstützt, auch erschwert werden. Aber sie kann von außen weder durch eine menschliche Lehrperson noch durch technische Apparaturen gemacht, hergestellt werden. Und das ist für mein Verständnis ganz entscheidend für die Bewertung des Verhältnisses von Bildung und künstlicher Intelligenz. Also unser Wunsch nach intelligenten Unterstützungssystemen formuliere ich mal so, dass sie gute Ratschläge gibt, was als nächstes angemessen wäre, aber weiß, dass sie nur Ratschläge gibt. Zweiter Teil, wenn wir also diesen bildungstheoretischen Überlegungen folgen, dann wissen wir, dass wir den Bildungsprozess nicht von außen determinieren können. Lernen muss jeder Lernende selbst. Aber das, was wir tun können, ist, wir können eine Lernumwelt gestalten, in der sich der Lernende bewegt oder die Lernende und damit eine Lernumwelt gestalten, in der bestimmte Konstruktionsprozesse von Wissensrepräsentationen wahrscheinlicher werden, erfolgreicher werden oder auch ertragreicher werden, weil wir eben eine entsprechende Angebotsstruktur machen. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie können wir solche Lernangebote gestalten und unterstützen? Und damit kommen wir zum Kompetenzerwerb. Und der Studiengang, den ich leite, der heißt ja auch Begabungsforschung und Kompetenzentwicklung. Nichts hindert uns daran, klüger zu werden. Ich bevorzuge heute den Terminus Kompetenzerwerb, weil sich nichts von alleine entwickelt. Um diese aktive Rolle des Individuums zu unterstreichen, bevorzuge ich eigentlich den Terminus Kompetenzerwerb. Und dieser Terminus, dieser Kompetenzerwerb ist ein sehr komplexer Prozess. Ich lasse das mal im Hintergrund ablaufen, während ich weiterspreche.
Ich werde das nicht in allen Einzelheiten erläutern, aber das, was Sie mitnehmen können jetzt auf den ersten Blick, ist, dass dieser Kompetenzerwerb etwas mit Aufgaben zu tun hat, dass die Konfrontation mit einer Aufgabe in einer situativen Bestimmtheit stattfindet, dass die Bewertung, was ich mit dieser Aufgabe anfange, von Umweltfaktoren und von intrapersonalen Faktoren abhängt und dass das, was Kompetenzentwicklung und Erwerb vorantreibt, ist die Bewertung Challenge. Ich finde das ganz herausfordernd, was mir da begegnet. Heißt auch, ich habe da Lust zu. Ich will mich dem hingeben. Und nur dann erfolgt so ein Secondary Appraisal, der mich dazu verleitet, meine Ressourcen zu prüfen, meine externen, meine internen Ressourcen. Und dann geht es ins Handeln. Und auch im Handlungsprozess gibt es unterschiedliche Stationen. Und entscheidend ist der dicke grüne Balken unten, dass von all dem, was dann passiert, Rückwirkungen auf die intrapersonale Seite ausgehen. Sowohl in die internen Ressourcen als auch in das, was wir non-kognitive Personenmerkmale nennen, also beispielsweise Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeitserwartungen und so weiter. Also nochmal, Kompetenzerwerb ist ein sehr komplexer Prozess. Er basiert im Kern auf erfolgreicher Aufgabenbewältigung. Es gibt zahlreiche Einflussfaktoren, die diesen Kompetenzerwerb beeinflussen, schlechtes Deutsch, bitte um Entschuldigung. Also es gibt zahlreiche Einflussfaktoren, heißt aber auch, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, unterstützend einzugreifen. Und entscheidend ist, durch erfolgreiche Aufgabenbewältigung wird inhaltlich ein bestimmtes Wissensgebiet, eine Domäne erschlossen. Und das ist ja etwas, was uns jetzt im akademischen Bereich besonders interessiert. Da geht es ja vordergründig um die Erschließung von Domänen und um den Erwerb von Expertise über einer Domäne. Und jetzt kann ich die Argumentation rumdrehen und kann sagen, naja, aber über diese erfolgreiche Erschließung von Domänen werden gleichzeitig persönlichkeitsrelevante Faktoren beeinflusst, geformt, getriggert. Sie kennen Misserfolgsketten und Sie kennen Erfolgsstories. Sie wissen, was Flow bedeutet in diesem Kontext. Und all das spielt hier eine Rolle, ohne dass ich das hier in aller Ausführlichkeit darstellen kann. Dritte Vorbemerkung betrifft das Mentoring. Mentoring ist eine persönliche Beziehung zwischen Personen. Und das heißt, es ist eigentlich von vornherein relativ vermessen, diese Erfolgsgeschichte, die auf der persönlichen Beziehung basiert, in einer Maschine, in einem maschinengesteuerten kommunikativen Prozess abbilden zu wollen. Aber wir schauen uns mal die Strukturmomente an. Zwischen Personen, das eine sind die Mentees, die Ziele in bestimmter akademischer oder professioneller Domäne erreichen wollen. Das wird vorausgesetzt, das können wir im Studium auch nicht immer voraussetzen, nicht mit allen unseren Studierenden, dass die Ziele schon mitbringen. Und Mentorinnen als Expertinnen in dieser Domäne und die Mentees auf ihrem Weg unterstützen. Was macht diese Mentorinnen aus? Sie sind Expertinnen in einer Domäne und das heißt, sie verfügen über Erfahrung und über Fachwissen und sie verfügen über Kenntnisse der relevanten Netzwerke. Und deswegen kennen sie die wesentlichen Elemente und die verschiedenen möglichen Entwicklungsschritte und Wege, die zum Erfolg in einer bestimmten Domäne führen. Und das beides zusammen macht Mentoring einfach zu einem sehr wirksamen und sehr erfolgreichen Grundmodell. Was sind die Funktionen von Mentoring? Unterschiedlich. Diese fünf haben wir als Ergebnis eines breiten Systematic Review isoliert. Beratung, Training, Aktivierung, Unterstützung, Vernetzung. Und Sie sehen, dass diese Funktionen einen ganz breiten Gestaltungsspielraum ermöglicht, der vor allen Dingen durch zwei Dimensionen aufgespannt wird. Nämlich auf der einen Seite die Kompetenzziele, die in dieser Lehr-Lern-Situation liegen. Und zweitens durch die individuellen Lernbedürfnisse der Mentees.
Und das ist der springende Punkt, wenn Sie mich nämlich jetzt fragen, was hat denn jetzt Priorität unter den 5 Funktionen des Mentoring, dann ist die ganz klare Antwort, die Bedürfnisse der Mentees bestimmen, welche mentorielle Funktion im Vordergrund steht. Und das müssen wir in EdTech und KI berücksichtigen. Die Bedürfniserkundung und die Bedürfnisabfrage bei den Studierenden wird nämlich steuern, was hinterher passieren kann. Und in unserem konkreten Fall erstrecken sich die Mentoring-Angebote zwischen unterschiedlichen Ausprägungsgraden von Bestimmtheit und Lenkung. Das klingt jetzt so ein bisschen vage, aber wird gleich klar. Also wir haben eine Gruppe von Studierenden, die sagt uns, Prof, sag mir, was ich lernen soll und ich mache das, gib mir die Aufgaben. Da geht es also klar um klar strukturiertes Training mit begrenzten und kontrollierbaren Zielen. Und auf der anderen Seite geht es um offene Prozesse der Beratung. Es geht um eine Anregung und ein sich anregen lassen. Und es geht um Herausforderungen, Interesseaufbau, Motivationsweckung, Neugier, Lust auf Neues und das, was damit verbunden ist. Unsere technologischen Angebote orientieren sich an diesen mentoriellen Prinzipien und an den Funktionen. Unterschiedliche Angebote realisieren dann in unserem Projekt unterschiedliche Aspekte mentorieller Prozesse. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne am Beispiel Chatbots und darin integrierter Angebote einmal zeigen. Vorab aber noch ein paar kurze Bemerkungen, weshalb ist uns das wichtig? Wir hatten im Vorgespräch eben die Lust, dass jetzt mit KI-Unterstützung endlich, ich sage es mal sehr salopp, Leben in die Bude kommt und wir intelligente Unterstützung für solche Lernprozesse bekommen. Und das ist auch sehr wichtig und sehr notwendig, denn die zunehmende Diversität unserer Studierenden erfordert einfach diese Individualisierung. Und Diversity Report der Bertelsmann Stiftung von 2017 isoliert 7 bis 8 unterschiedliche Studierendentypen und davon sind nur 14% Traumkandidatinnen. Das heißt, es gibt eine große Bandbreite und das ist unsere Normalität, von der wir ausgehen. Und wir können unsere Hochschullehrererwartungen, die sich vielleicht an Idealen der 60er oder 70er Jahre orientieren, nicht aufrechterhalten, ohne dadurch den Studierenden, die wir als faktische Zielgruppe vor uns sitzen haben, Unrecht zu tun. Dabei setzt die Akzeptanz und der Erfolg von KI-gestützter EdTech voraus, dass die Mentees Empfehlungen bekommen, denen sie folgen können, aber nicht müssen. Wenn wir die technischen Systeme zu rigide gestalten, dann passiert das, was immer im Kontext von Rigidität passiert, nämlich emotionale Distanzierung, Ablehnung. Und letztlich würden rigide Systeme, wie etwa Skinners Teaching Machine, die Bildung selbst als Prozess der Persönlichkeitsentwicklung gefährden. Also das sollten wir, glaube ich, im Blick haben. Wir sollten nicht in eine Richtung gehen, in der wir erfolgreiche Studierende programmieren wollen. Wenn ihr nur diesen Schritt geht, wenn ihr genau das tut, was wir euch sagen, dann befolgt ihr den Weg des Heils. Deswegen ist grundsätzliche Devise in Tech for Com, beraten, nicht gängeln. Aber so schrecklich neu ist es ja auch nicht. Wer von Ihnen Kinder erzogen hat, der weiß, dass so ein Satz wie mach jetzt einfach das, was ich dir sage, selten zum gewünschten Erfolg führt, sondern eher die Situation eskaliert. So, was machen wir und in welcher Situation sind wir eigentlich? Wir haben als Testbett an der Universität Leipzig ein bildungswissenschaftliches Modul im Lehramtsstudium.
eine Massenveranstaltung. Pro Semester haben wir 600 bis 900 Studierende aus verschiedenen Lehramtsstudiengängen, Lehramt für Gymnasien, für Oberschulen, für Grundschulen, für Sonderschulen. Das schließt, das wird seit 2004 elektronisch geprüft mit einer Klausur in geschlossenen Formaten. Und deswegen ist es wichtig, dass die curriculare Steuerung über diese 30 Seminargruppen, die dann da dranhängen, einigermaßen gut funktioniert. Das Modul ist lektürebasiert. Wir sind das Modul, das sich als ausgesprochen wissenslastig und wissensvermittlungslastig versteht und auch definiert. Und am Ende steht eine elektronische Klausur mit geschlossenen Aufgabenformaten. Vor der Pandemie gab es 29 geschlossene Aufgabenformaten, Aufgabentypen und eine Freitextaufgabe. Unter Pandemiebedingungen haben wir das auf 30 geschlossene Formate verändert und begleiten ansonsten mit dem, was wir tun, mit Schreibaufgaben und mit anderen Möglichkeiten den Lernprozess. Wir entwickeln eine Workbench und diese Workbench dient zur Einbindung unterschiedlicher Chatbot-Aufgaben und Chatbot-Angebote. Diese Workbench hier dargestellt hat immer zwei Spalten, die gleichzeitig sichtbar sind. In der linken Spalte läuft die konkrete Kommunikation mit dem jeweiligen Chatbot ab. Und in der rechten Spalte hat man jederzeit zur Verfügung den Zugang zu Umfragen und Feedback und zum betreuten Workbench-Forum. Die Chatbots sind Lernbegleiter und Ansprechpartner für Inhalte und daneben natürlich auch für Modulorganisationen. Also das ist etwas, was der Marburger Kollege mit seinem Roboter macht, nämlich ihn einsetzen für Fragen der Studienberatung. Das ist natürlich auch etwas. Also die Entlastung der Lehrenden von Routineaufgaben ist eine wichtige Funktion, die wir ansteuern wollen. Und die individualisierte Betreuung von Studierenden ist aber die primäre Funktion, um die es uns geht. Diese Chatbots werden erstellt im SBF, im Social Bot Framework. Das ist eine webbasierte Plattform zur kollaborativen Erstellung von Chatbot-Modellen an der RWTH Aachen entwickelt. Dazu haben wir gerade veröffentlicht, Neumann et Alitas. Und dieses Chatbot, das SBF, bietet einen Baukasten an, um den Gesprächsaufbau des Chatbots zu modellieren. Das heißt, es werden jeweils Chatbot-Nachrichten, Chatbot-Responses mit Anliegen von Nutzerinnen, gedeutet als Incoming Messages, verknüpft. Und damit das überhaupt funktioniert, nutzt dieses Social Bot Framework eine NLU, ein Natural Language Understanding Modell. Und das SBF nutzt die Open-Source-Plattform RASA, um ein NLU-Modell zu trainieren. Und dafür muss eine Liste von Anliegen und Beispielsätzen erstellt werden, auf die der Chatbot reagieren soll. Wir haben also als eines der Grundprobleme die angemessene Intent-Erkennung. Und zu sehen, wie wir das versuchen, da wird dann beim Intent Greet hinterlegt, das kann ein Hallo sein, das kann auch Guter Tag Chatbot sein oder eine Sie-Form der Kommunikation. Wie erkennt der Chatbot, dass er eine Schreibaufgabe geben soll? Auch da gibt es dann beispielhaft eine Liste mit Trainingsdaten. Gib mir eine Aufgabe, ich möchte die Aufgabenstellung haben, welche Aufgabe soll ich bearbeiten, zeige mir Schreibaufgaben. All das muss ja dann letztlich in die Aufgabenbearbeitung hineinführen. Das heißt, als Beispiel, wenn eine Studentin eine Begrüßung schreibt,
soll der Chatbot mit einer Nachricht antworten, in der er sich vorstellt. Und wenn das studentische Anliegen ein anderes ist, dann muss er auch da angemessen erkennen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht gedacht, dass da schon erste und ernsthafte Hürden liegen, um das zu erkennen. Aber mittlerweile sind wir da, glaube ich, einen wichtigen Schritt weiter. Zu jedem Intent muss eine Reihe von Beispielsätzen angegeben werden, die dieses Anliegen ausdrücken. Und anhand dieser Daten wird dann das Modell trainiert. Das RASA-NLU ist, glaube ich, mittlerweile bei einigen Kolleginnen und Kollegen in Verwendung. Und überall da, wo es um multimodale Analysen geht, ist, glaube ich, ganz verbreitet. Von daher ergänzen wir diese Erfahrungswelt. Wir setzen im Moment zwei unterschiedliche Chatbots ein, nämlich den Chatbot 1, intern genannt der Feedbot. Das ist eine Schreibaufgabenbegleitung. Für Studierende liegt der Funktionsumfang in der Information über Schreibaufgaben, das heißt über die Aufgabenstellungen, die Funktionsweise. Der Chatbot nimmt auch diese Schreibaufgaben entgegen. Er sendet nahezu in Echtzeit, also mit weniger Sekunden Verzögerung, Feedback-Dateien auf der Basis des TASA-Service, der an der Martin-Luther-Universität gehostet wird, bei Kollegen Tanner Dummer und Team, das Feedback. Und er kann auch die Studierenden informieren über die Anzahl der erfolgreich eingereichten Beispiele. Die Ziele dieser Schreibaufgaben haben wir über Teaching Analysis Polls gewonnen. Ich denke, Sie werden mit dieser sehr elementaren Evaluierungstechnik vertraut sein. Teaching Analysis Polls haben immer drei Fragen, nämlich erstens, was hat mein Lernen in dieser Lehrveranstaltung gefördert? Was erschwert mein Lernen? Und drittens, was müsste konkret passieren, damit ich besser lernen kann? Und auf dieser Basis, was hat mein Lernen in der Lehrveranstaltung gefördert? Das haben wir im Vorfeld durchgeführt und haben immer wieder gefunden, Input durch die Dozierenden, kompetent und motivierend, Zusammenfassungen von Texten, Visualisierungen, Praxisbezug und so weiter. Und das macht dann eigentlich genau das aus, was wir in die Chatbots hinein umgesetzt haben. Und was müsste konkret passieren, war immer die Forderung nach einem personalisierten Feedback in der Lektüre. Es gibt also eine Schreibaufgabe pro Sitzung und der Bot nimmt die Schreibaufgabe entgegen und übermittelt ein automatisch erstelltes Feedback-Dokument. Und natürlich wissen die Studierenden auch, dass sie ein automatisiertes Feedback bekommen und lernen also gerade danach, wie sie damit umgehen können. Also entscheidend waren die Wünsche der Studierenden nach Struktur. Es soll roten Faden geben in der Lehrveranstaltung, nach Anschaulichkeit und Aktualität, nach kontinuierlichem Lernen und nicht kurz vor der Klausur. Sagen die, machen natürlich ganz was anderes, wenn ich ehrlich bin. Nach einer Art von Peer-Mentoring, wie man sich das in Tutorien vorstellt, und nach Feedback von Dozenten. Und das versuchen wir nun abzubilden in Schreibaufgaben. Hier ein Beispiel. Die Rede von Bildung meint oft sehr unterschiedliche Dinge. Es handelt sich dabei um ein Konzept, das viele verschiedene Facetten benutzt und einen historischen Wandel unterlegt. Und dann kommt die Aufgabenstellung. Das heißt, die Schreibaufgaben fordern zur zusammenfassenden Wiedergabe der Lektüre eines oder mehreren Texten mit eigenen Worten auf. Und didaktisch ist das ein Writing-to-Learn-Ansatz, der auf diese Aktivität setzt. Könnte so aussehen. Der Student Florian sagt, ich will eine Aufgabe abgeben. Und der Feedback kommuniziert, gibt Hinweise zum genauen, wie wir das eigentlich machen wollen. Und hier in dieser vorliegenden Beispielaufgabe werden zwei Texte integriert, ein Handbuchartikel von
Seel und Hanke zum Bildungsbegriff, sowie einen Debattenbeitrag von Jörg Musmeerholz zur Digitalisierung als Verstärker. Und das ist dann der eigentliche Kern. Das Feedback-Dokument hat einen strukturellen Aufbau aus 5 Teilen, nämlich einleitend und Überblick. Dann spielen wir die Wissensstruktur der eingereichten Aufgabe und die Wissensstruktur des Expertentextes zurück in grafischer Form. Und für die Abweichungen geben wir eine Wortliste 1, gemeinsame Konzepte, und eine Wortliste 2, Konzepte des Expertentextes, die nicht in der Lösung der Studierenden vorkommen. Und dahinter liegt natürlich ein ausgefeiltes System, das auf den Arbeiten von Pablo Pirna-Dummer beruht und die das Ganze über die Ebene von Worthäufigkeitslisten deutlich herausheben, sondern Abstandsmaße und Verständigungsmaße aufrufen. Vor allem also die epistemische Differenz, wenn man so will, zwischen Text- und Graphenvisualisierung stellt die Lerner so vor die Aufgabe, die Schreibabsicht und das Wissensnetz ins Verhältnis zu setzen und zu reflektieren. Und die Beforschung dieses Ansatzes ist dann gerade ein Kernstück auch des laufenden Prozesses. Sieht also so aus. Aus einer Graphendarstellung. Die Graphendarstellung ist nicht irgendwie gewonnen, sondern es gibt eine psychologische Theorie, die dahinter liegt und die im Kern sagt, nah wahrgenommene Wissensbestandteile werden auch in Texten nah externalisiert. Und das kann man erfassen und messen. Das sind die kleinen Zahlen und die Angabe der Verbindungsstärke, die zwischen 1% und 100% liegen kann oder zwischen 0.01 und 1.00. Und sie dienen für uns in dem didaktischen Konzept vor allen Dingen zur Reflexion des eigenen Textes und damit als Grundlage für den Vergleich mit der Darstellung des Expertentextes. Der Expertentext hat natürlich auch eine Struktur, die wir auch zeigen. Und die Abweichungen sammelt eine Liste von Konzepten, die im Expertentext relevant sind, aber nicht in der Schreibaufgabe vorkommen. Das heißt, diese Liste bietet einen Anlass für die Reflexion. Nicht alle aufgeführten Konzepte sind gleich relevant für den thematischen Fokus. Und da kommen wir auch an eine Grenze dieser automatisierten Verfahrensweise, über die wir natürlich sehr gerne in der Diskussion uns unterhalten können. Der Chatbot bietet also begleitend eine Audiodatei an, mit deren Hilfe sich Lernende das Feedback-Dokument erschließen können. Der große Vorteil, den ich sehe, liegt in der dualen Codierung dieser Informationen als Wissensgraph und als Text. Und hier komme ich nochmal zurück auf die Bandbreite der mentoriellen Funktionen im Feedback-Angebot. Und die eine Nachfrage bei uns geht ganz konkret auf Training, Schreibaufgaben strukturieren und orientieren an den Lernprozess. Das ist die Antwort auf die Frage, was soll ich lernen und wie soll ich lernen? Und das zweite ist eine Beratungsebene. Das Feedback geht über eine bloße, simple, richtig-falsch-Einordnung hinaus, konfrontiert Lernende mit der Fragestellung bezüglich ihrer eigenen Arbeitsergebnisse und Absichten. Und das sind dann Fragen an den Lernprozess, die wir an der Stelle haben. Ich sage noch was zur Datengenerierung und Verarbeitung. Das erfolgt zunächst in pseudonymisierter Form, weshalb der Überblick über den Lernprozess vor allem auf kollektiver Ebene möglich ist, also auf Seminarebene oder auf Modulebene möglich ist.
Wir generieren in diesem Sinn Möglichkeiten eines individuellen Feedbacks. Durch die Gegebenheiten des Datenschutzes sehen wir aber vor allem Prozesse und Effekte jenseits der einzelnen Lernenden, sondern auf einer aggregierten Ebene. Was aber auch sehr aufschlussreich ist und was vor allen Dingen auch für die Leiterinnen der Seminare und für die Modulleitung interessant ist, einfach mal zu sehen, was ist denn jetzt der Wissensraum, der in meinem Modul, in meiner Veranstaltung durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer generiert wird. Also so ein aggregierter Wissensgraph gibt den Veranstalterinnen und Veranstalter entscheidende Hinweise. Und Sie sehen, die eingereichten Lernschreibaufgaben generieren einen ganz umfangreichen Textkorpus. Wir haben im Wintersemester ungefähr 8000 Texte eingesammelt. Und dieser Textkorpus ist dann zum ersten Mal ein Datenkorpus, den man analysieren kann, als Ergänzung der Expertendomäne. Und die Vorteile für Lehrende sind die Bereitstellung von Wissensnetzen, die den Wissensstand in einer Seminargruppe visualisieren, und für Lernende der Vergleich des eigenen Wissensstandes zu einem Peer-Wissen. Herr Wollers, dann darf ich auch mal ganz kurz unterbrechen. Ja. Sie sind zwar so sehr gut zu hören und man kann es sehr gut nachverfolgen, aber Ihre Kamera ist irgendwie nicht mehr aktiv. Dazu müsste ich jetzt aufstehen oder ich mache ganz einfach etwas und schalte auf eine andere Kamera um. Ja, das ist gut, ja. Ja? Ja. So, vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich überhaupt nicht registriert. Der zweite Chatbot und damit mein zweites Beispiel von Tech4Com ist der Litbot. Und wir haben uns etwas überlegt zur digitalen Unterstützung beim Lesen von Seminartexten im Selbststudium. Es funktioniert nicht bei allen Studierenden wirklich gut. Ich weiß nicht, ob Sie da andere Erfahrungen mit Ihren Studierenden haben. Es geht um die Motivierung, es geht um die Intensivierung und um die Strukturierung dieses Lernprozesses. Und es geht um eine ganz spezifische Didaktik, die dahinter steckt, nämlich über Strategien zum Lesen von Fachtexten im Studium. Und dahinter steckt dann natürlich auch ein entsprechendes Konzept. Ich bin der Litbot, ich möchte dich in der Lektüre begleiten. Und typischerweise macht man diese Angebote vor der Lektüre und nach der Lektüre. Wir bieten eine Assoziationsübung an vor der Lektüre. Und wir präsentieren vor der Lektüre Meta-Textdaten, also wir fragen auch Vorwissen ab und verweisen auf Seminarziele, Leseziele. Und klar, in irgendeiner Weise sind wir auch pädagogische Profis und wissen, dass entspanntes Lernen ertragreicher ist als angespanntes Lernen, deswegen gibt es auch immer einen Hinweis auf Entspannungsübungen. Und nach der Lektüre geht es um die Bewertung, um die studentische Bewertung des Textes. Es geht um Reflexionsfragen, es geht um Anregungen für weitere Auseinandersetzungen und das, was sich daran anknüpfen lässt. Diesen Litbot haben wir im Wintersemester pilotiert, setzen wir jetzt im Sommersemester erstmals ein. Den Schreibaufgabenbot haben wir im Wintersemester breit ausgerollt und haben gesehen, von über 800 eingeschriebenen Studierenden haben 715 diesen Schreibaufgabenbot genutzt. Nicht einfach so, sondern weil es Leistungsprozente für die Einreichung dieser Textaufgabe gibt, mit der man sich die Abschlussklausur
unterstützen kann, also die in die Endnote eingehen. Und das war natürlich der entscheidende Köder dafür, dass Studierende auch bereit waren, diese zusätzliche Mühe auf sich zu nehmen. Und im Litbot hatten sich Studierende ja immer eine Auswirkung, eine Unterstützung ihrer eigenen Lektüre benutzt. Die Globalaussage war, es ist alles viel zu viel, das ist alles nicht zu schaffen. Aber es war auch nicht erkennbar, dass mit einem wirklich ernsthaften Interesse an den Texten gearbeitet wurde, überwiegend. Und von daher haben wir dann diesen Litbot pilotiert und testen das gerade aus und schauen mal, was denn dabei rauskommt. Aber eigentlich sind das ja erste Evaluierungsergebnisse, die wir mittlerweile haben. Und damit komme ich auch in die Schlussphase und kann etwas abschließend sagen über technische Herausforderungen und über die nächsten Schritte. Das ist die vorletzte Folie. Herausforderungen im Sinne unseres User-Centered Designs evaluieren wir die Unterstützungsangebote stetig und orientieren uns bei der inhaltlichen und technischen Weiterentwicklung am Feedback der Studierenden und Dozierenden in unseren Testbeds. Wir arbeiten an der Analyse und multimodalen Auswirkung von Lernerdaten mit KI-Verfahren in Zusammenarbeit mit dem DSKI. Nils Pinkwart ist Mitglied der Core Group von Tech4Comp und da gibt es auch große Überschneidungsbereiche mit der Arbeit der Kollegen an der Fernuniversität Hagen. Und wir erproben die Möglichkeit der didaktisch sinnvollen Visualisierung der Lernerdaten. Was das genau heißt, das ist gerade noch in Arbeit. Also wie können wir Lehrenden, Kolleginnen und Kollegen möglichst prägnant und möglichst schnell visualisierte Daten zur Verfügung stellen, die in solchen Massenstudiengängen nützlich sind. Und im Sinne eines Value-Sensitive Designs hinterfragen wir die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Technologien, interessieren uns dabei an ethischen Prinzipien, ganz klar, und möchten natürlich auch Handlungsleitfäden zur organisatorischen Implementierung an Hochschulen erarbeiten. Und das bestimmt die nächsten Schritte. Chatbot und die Verbesserung durch Evaluation der Intenterkennung. Wie gesagt, ich hatte als Erziehungswissenschaftler keinen Schimmer davon, welche Traps da liegen. Und wir setzen jetzt erstmals für ein zweites großes Arbeitsfeld Sensoren ein. Das heißt, wir erschließen weitere Datenquellen in der Distanzsituation, die gegebenenfalls als Indikator für Self-Reports der Studierenden bilden können. Und wir legen zugrunde eine Studie über Sensordaten. Wir verwenden Sensorringe und Kollege Fortmann am DFKI lässt uns sehr viel seiner Ergebnisse seiner Studien zukommen. Aber immer noch ist nicht ganz klar, was eigentlich diese Hautleitfähigkeit beispielsweise aussagen wird und zuverlässig an Ergebnissen einbinden lassen kann. Und das dritte große Thema ist die Analyse und Nutzung von Daten, rückwirkend und in Echtzeit zur Mustererkennung und Training von Modellen und Empfehlungen und Vorhersagen. Das ist das, was uns in den nächsten 18 Monaten noch gewaltig beschäftigen wird und hoffentlich auch in die zweite Antragsphase und zweite Projektphase hinübertragen wird. Ich kann von mir aus nur sagen, ich habe sehr viel Respekt bekommen vor dem, was an technischen Notwendigkeiten und
an Möglichkeiten da vor uns liegt und die Freude auf das, was möglich ist, wird immer auch ein bisschen eingeschränkt durch die Restriktionen des Datenschutzes. Mit einer gewissen Bitternis würde ich sagen, manchmal habe ich den Eindruck, dass Daten in Deutschland besser geschützt werden als Menschen und Lernerinnen und Lerner. Aber das ist eine sehr persönliche Bilanz. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit.